Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof. Sämaschine habe ich mir jetzt ausgeliehen. Meine wird hoffentlich nächste Woche geliefert, genauso wie das ganze andere Equipment. Dann müssen wir nochmal alles nach oben karren. Muss ich da mal gucken. Aber ich würde jetzt gern das eine Fältchen, was der Udo gemacht hat. Das Feld würde ich jetzt gerne noch schnell ansehen. Dass wir da mal ein bisschen vorwärts kommen. Die Sätechnik habe ich ja beim Leo nochmal geändert. Da kriege ich jetzt was Besseres mit 4 Meter. Aber die Frage ist, kann ich das mit dem John Deere hier betreiben oder eher nicht? Und wenn nicht, dann muss ich nochmal gucken, ob ich mir da einen größeren Traktor besorgen muss. Einer mit 230, 250 PS irgendwie so. Muss ich dann mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich vorerst alles hier oben habe. Warte mal, ich stelle, glaube ich, den Tiefenlocker erstmal hier ab. Den werden wir sowieso dann nochmal tauschen müssen, wenn wir den wenn wir den anderen kriegen. So, jetzt gucken wir gerade mal, was wir denn hier ansehen. Gerste, Hafer, Raps, Soja, Ölrettich, Gras, Weizen. Ich glaube, ich mache Hafer, weil da kriege ich auch Stroh runter. Hier rechts sehe ich irgendwie nur Bahnhof. 3 Meter, Fahrgasse. Das ist, glaube ich, das Schwarze. Das Rote. Gerade mal ins Handbuch gucken. Fahrgassen, Steuerung, links, R. Halbseitige Abschaltung, Fahrgassen, S, T. Ah, so. Okay. Check ich nicht. Gut. Dann werde ich einfach mal hier ansehen. Ist ja nicht so groß. Ich glaube, das macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich hier ein Vorgewende fahre, oder?
Naja, ich fahre jetzt einfach mal hin und her. Dann muss ich am Ende hinten vielleicht nochmal querfahren. Oder wir machen natürlich das so, dann dass ich jedes Mal hin und her fahre. Ist, denke ich, auch eine gute Lösung. Ich meine, das ist das erste Mal, dass ich hier ein Feld anpflanze. Auf der Weichen bzw. mit Seasons. Das kann man ja schon mal so machen. Aber irgendwie fahre ich nicht so genau, ne? Alles sehr ungenau, was ich hier mache. So, mal gucken, ob ich jetzt eine gerade Bahn hinbekomme. Ja, das wird spaßig. Aber wenigstens die andere Sämaschine, die hat dann 4 Meter, die wir uns kaufen. Das ist dann nicht unsere eigene. Der ist jetzt erstmal ausgeliehen. Und ich denke, dafür ist es dann auch völlig in Ordnung. Erstmal. So. Ja, ist halt mit diesem Hin- und Herfahren ein bisschen lästig. Warum reagierten die jetzt wieder nicht? Warum ist das Fenster hier eigentlich offen? Merkwürdig.
Ja, ich muss mir für die ganze Arbeit hier mal noch eine neue Taktik ausdenken, glaube ich. Wenn unsere eigene Sämaschine da ist. Vielleicht kann ich dann doch im Kreis fahren oder hin und her fahren. Also nicht nur von hinten nach vorne säen, sondern ich fahre einmal hin, einmal zurück und fahre am Ende die Endstücke nochmal komplett ab. Ja, dass ich das Wendemanöver oder das Vorgewende sozusagen dann erst nochmal mache. Das wäre, denke ich, eine Option. Muss ich dann mal austesten. Gut, ich bin aber glücklich, wenn wir das hier heute jetzt da mal hingekriegt haben. Weil dann haben wir mal einen kleinen Grundstein gelegt. Nächste Woche müssen wir uns dann mal drum kümmern, dass wir Gras mähen. Vielleicht sollte ich auch gleich gucken, ob ich Silage mache. Und auch Heuballen, also wenden und wickeln. Da muss ich dann auf jeden Fall mal gucken. Dann haben wir Heu, hier kriegen wir Stroh runter. Und Silage machen wir im Fahrsilo. Das wäre optimal. Dann wäre alles fertig. Schön Arbeit mit so einer kleinen Maschine. 3 Meter Arbeitsbreite. Da ist man eine Weile beschäftigt. Und was ich mir dann natürlich auch überlegen werde, ist, ob ich noch eine andere Wiese Heu drauf... irgendwas anpflanzt. Weil Wiesenfläche habe ich wirklich genügend. Und erstmal werde ich das erste Jahr locker nur investieren müssen in die Kühe, ohne dass ich da einen Ertrag von habe. Und so könnte ich mit einem weiteren Feld sozusagen ein bisschen Gewinn machen. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Saugeil. Dann können wir uns in der Folge morgen um Gras bemühen. Dass wir da mal loslegen. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bei euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen rein. Das war jetzt die erste Woche mal komplett durchgehend. Jeden Tag eine Folge Urlaub, Leben auf dem Bauernhof. Bin ich gerade am Überlegen. Wenn ich da runterfahre. Nee, das lasse ich hier. Das soll nachher der Leo selber mitnehmen. Ja, wenn es euch gefallen hat, nein, was ich sagen wollte ist, ich werde gucken, vielleicht gibt es immer wieder mal eine Woche, wo das Roleplay hier durchläuft. Das ist aber abhängig absolut von meiner Arbeitszeit. Müssen wir dann gucken. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, was zu tun ist. Haut rein, macht's gut. Bis morgen. Tschüss.